Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Aquarian Skies. Das Zimmer wieder da. Das Zimmer schon. Wir haben in der letzten Folge tatsächlich das Ding hier hinten. Ich zeige es euch nochmal kurz. Mu, mu, mu und Grunz, Grunz, Grunz. Jawohl. Wir haben hier die Maschine fertig gebaut. Meine Eigenkonstruktion. Bis jetzt sind schon viele andere auf die Idee gekommen, so etwas zu bauen. Immer egal. So, wie ihr schon seht, hier ist schon wieder Flaute. Ich muss wieder nachfüllen. Und da kommt ein Huhn angelatscht. Hallo Huhn. Okay, wir nehmen mal das Gold mit. Wir nehmen mal das Zeug mit. Wir nehmen einfach alles mit. Inventar ist voll. Egal, wir packen die Kiste jetzt voll. So. Schwupp. So. Und da geht's weiter. Eingesammelt. Ich sollte sowas machen, wenn mein Inventar leer ist. Dann kann ich da was reinpacken und nicht nur so. Muss ich die ganze Zeit hinterher laufen. Das wäre intelligent. Weil ich habe nie behauptet, dass ich intelligent wäre. Nee, habe ich nie gehabt. Habe ich nie gesagt. Kann keiner beweisen. So. Und noch einmal. Oder noch zweimal. Oh, hey, ganz ehrlich, bevor ich das hier weiter treibe, mache ich erstmal was anderes. Erstmal baue ich mir hier ganz fleißig jede Menge Clay und mache mir daraus dann. Warte mal kurz. Das ging so, 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 so und das, dahin, dahin, dahin und ich kriege jede Menge Grout, den ich jetzt hier in diesem Ding hier durchbrennen lassen kann. Da sollte ich vielleicht auch mal Hopper und Kisten und Blub anbringen, damit ich hier jede Menge Seedbricks kriege. Also, hat jetzt irgendwie nicht so viel Platz im Inventar gebracht, gefühlt, egal, passt schon. Wir machen hier noch eben die letzte Fuhre. Ah, sehr gut. So. Und da die letzte Fuhre. Okay, Kiste ist voll. Ich habe schon überlegt, ob ich hier jetzt Hopper und so dran baue an die Geschichte. Ja, das werde ich auch tun. Erstmal kommen hier die Steine weg. Ich hoffe, dass ihr darunter immer schön viel Platz gelassen habt. Der kann auch weg. Den brauche ich auch nicht mehr. Gut, dann soll da oben ein Hopper drauf und unten drunter ein Hopper drunter. Ich brauche zwei Hopper. Glücklicherweise habe ich zwei Hopper und ich habe auch Kisten. Also eine Kiste zumindest. Also Kiste Nummer 1. Kommt da hin, da drauf ein Hopper. Funktioniert das? Nee, funktioniert nicht. Der Hopper kann das nicht raustransportieren. Okay, das heißt hier muss ich das Ding abbauen. Und ihm sagen... bitte nehmen ein paar Item Ducts, die ich mir mal kurz bauen muss. Oder holen muss oben. Ich habe oben noch Item Ducts, oder? Ich hoffe, dass ich noch Item Ducts habe. Sonst muss ich mir welche bauen. Und hier seht ihr schon, alles mögliche Zeug spawnt. Das finde ich super. Technikkiste. Ein Item Duct. Wow. Gigantiziös. Absolut gigantiziös. Boing. Okay, dann der Item Duct dahin. Und das Pneumatik Servo daran. Upp. Okay, das Ding daran. Doing, doing. Glücklich sein. Jetzt müsste er theoretisch raustransportieren. Jetzt sollte ich ihm noch unten sagen, dass ich unten noch. Ach, das war wahrscheinlich vorhin der Fehler. Ich habe vergessen, ihm zu sagen, dass da ein Ausgang sein soll. Oben soll der Eingang sein. Was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Nein. Habe ich noch irgendwas zum Hochbauen? Ja, Cobblestone. Hopp. So, wenn ich jetzt sage, hier, Boy. Und Kiste drauf. Hab keine Kiste. Ah! Ätzend. Sowas. Ganz ätzend. So, hier unten kommt das Zeug an. Ich kann ja nochmal nachfüllen. Da geben langsam die Dinger auf. Ihr seht schon. Talk. Aber es wird ja automatisch nachgefördert. Das ist das Gute. Mit den Stonehammern. Ich brauche eine Kiste. Heißt 1, 2. So. Chest. Nochmal hochbauen. Weil es so schön war. Der ist schon da. Dann brauche ich die Kiste. Und dann schauen wir nochmal, ob das hier funktioniert.
Klar, da transportiert er rein. Aber geht das auch nach unten? Ja, es geht auch nach unten. Oder? Jawohl, es wird nachgefüllt. Perfekt. Dann läuft das hier doch. Hier hat er zu tun. Er arbeitet ganz fleißig. Das ist super. Hier die ganzen Hämmer, wisst ihr ja, die muss ich noch später nachmachen. Also, ich lasse mir jetzt hier die ganze Menge Grout machen. Beziehungsweise Seared Bricks, ganz viele. Da kann ich nochmal nachfeuern, glaube ich. Ich glaube, dass ich da noch mehr brauche. Alternativ werde ich mich mal hier rum kümmern. Ihr seht schon, die Kiste hier, die ist voll. Deshalb schnappe ich mir eine zweite Kiste, wo ich jetzt Oakwood reinpacken kann. Das ganze Oakwood hier geht da raus, wandert da rein. Und hier sämtliche erstmal habe ich jede Menge Carrots, die ich noch überzählig habe. Und hier seht ihr schon, oh, hier ist alles so voll geworden. Guckt euch das mal an hier. Ich kann hier von einer ganzen Menge sieben. Das ist das Coole. Ich könnte hier mal. Habe ich hier noch einen. Hier, der Autonomous Activator ist eh frei. Ich verstehe nur nicht warum. Also gut, er hier ist nicht voll. Dementsprechend kommt er. Der ist auch leer. Okay, dann gehe ich jetzt mal hin und klau mir hier den ganzen Sand erstmal. Pack den hier rüber. Der kann zum Beispiel hier rein. Der kann aber auch hier rein. Fülle ich das Ganze hier mal auf. So, da ist voll. Hier ist nicht voll. Da kann ich noch nachfüllen. Sehr gut. Das gleiche machen wir hier mit dem Gravel. Auch das wird hier rüber gepackt. Hier zum Beispiel in den. Der ist noch frei. Und das gleiche können wir auch machen. Jetzt sortieren wir hier erstmal mit dem Soul Sand. Auch den kann man wunderbar sieben. Soul Sand. Und auch. Whoop. Netherrack brauche ich noch. Hier Erde. Erde kann ich auch sehr gut sieben. Das bringt auch eine ganze Menge. Denn daraus kriegen wir dann bald eine ganze Menge Samen, die wir brauchen für unsere ganzen. Für einige Quests, wollte ich sagen. So, hier füllen wir das Ding doch mal vernünftig. So, jetzt sind die Dinger mal vernünftig gefüllt hier. Gut, die Erde hier kommt zurück. Hier die sämtliche Oak Saplings kommen mal mit. Die Oak Wood. Kann ich daran, habe ich das nicht angeschlossen, das Fass? Doch, das Fass ist angeschlossen. Okay, eigentlich müsste es funktionieren. Hier steht. Oh, die stehen nicht auf Dance. Dance und Dance. Heißt, nur das, was da nicht rein kann, soll hier rein. Wichtig, meine Freunde. Wichtig, wichtig. Okay. Läuft. Läuft, 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 läuft. Dann haben wir das auch hier. Ender Lily Seeds. Ah, hier muss ich auch mal drum kümmern, um die ganze Geschichte hier. Fire Shard. Wo ich das denn nochmal hergekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hier hat er erstmal zu tun. Das wollte ich nicht einsammeln. Das hier wollte ich nicht einsammeln. Ach, lass da liegen. Gut, dann haben wir das auch. Hier den Schandfleck. Hier, komm mal, warte mal kurz. Komm mal her, kleines Hühnchen. Genau. Hühnchen, komm mal her. Genau, so. Federn. Oh. Federn und Raw Chicken. Tja, so kann das gehen hier. Er funktioniert. Er funktioniert auch. Das Raw Chicken schmeiße ich da mal rein. Oh, hat schon fast. Da hängt das ganze Grout drin. Hier hat er ordentlich zu tun. Und hier hat er ganz viel rausgekriegt. Also, jetzt lasst mich doch mal kurz überlegen. Was mache ich denn jetzt? Ich muss warten, bis er hier das Zeug fertig hat. Ich könnte währenddessen mal die Plattform hier so weit erweitern, dass ich hier das, was ich bauen will, auch bauen kann. Das wäre vielleicht ein bisschen von Vorteil. Dafür brauche ich hier ein bisschen etwas größere Plattform. Muss ich die Plattform noch etwas vergrößern? Das wollte ich sagen. Jawohl. Dafür brauche ich Cobblestone. Hey, Cobblestone. Dafür brauche ich auch. Wunderbarerweise. Warte mal, den Cobblestone. Produziert er gerade Cobblestone? Ja. Dann komm, darfst du mal ein bisschen produzieren. Viel Spaß. Ja, du darfst mal ein bisschen produzieren. Ich brauche Cobblestone. Produziere, mein Freund. Ja. Guten Tag, die Kühe und das Schweinchen und alles. Genau, ich wollte den Magic Wand holen. Hier, den Magic Wand, das ist er. Die Technikkiste kriegt ein bisschen Nachschub. Die Ich will Erde machen Kiste kriegt auch Nachschub. Hier.
So, da wird alles Überschüssige wird hier reingeschmissen. Perfekt, haben wir schon ganz viel Erde bekommen. Und wir machen uns mal auf den Weg hier runter, um hier die Insel noch ein bisschen zu erweitern. Nämlich in diese Richtung hier. Ich mache es hier mal auf. Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, das wäre echt räudig. So, das müsste passen. Jetzt muss ich natürlich hier mal mit F7 gucken. Also erstmal machen wir uns hier mal so auf den Weg, machen die Insel mal ein bisschen größer. So, ich mache sie mal... Oh, kommst du auf? Was? Nein, kommst du noch nicht auf? Nee, wollte schon sagen, kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Hier lang. Hier machen wir uns mal... Wie weit gehen wir hier? Sind, ach, hier drüber kommt dann das Ding. Okay. Wir gehen noch zwei weiter. Eins, zwei. So. Und dann natürlich hier wieder die Insel abschließen. Entschuldigung, Frosch im Hals. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Hier alles schön abschließen. Ich will da auf gar keinen Fall runterfallen. Generell habe ich auch gemerkt, die Insel ist überhaupt noch nicht sicher. Ich habe hier immer noch die laufe immer noch Gefahr, hier überall runterzufallen. So, Fackel. 1, 2, 3, 4, 5. Da muss noch eine hin. Und hier muss noch eine hin. So. Dann. Ja, bald ist hier auf. Bald ist das Ding hier auf. Also leer und so. Dann als nächstes. Muss ich gerade mal kurz was nachgucken. Ja, aha. Ich habe hier das Gefühl, ich brauche mehr Magmatic Dynamos. Wesentlich mehr, weil hier einfach Lava ist genug da, auf jeden Fall. Ich brauche aber mehr Magmatic Dynamos. Ja, ich brauche mehr. Oben hat er, glaube ich, nicht genug Energie für den... Ja, da ist nicht genug Energie da. Hier, oh ja, da kommt gar keine Energie dazu. Guck dir das mal an. Das ist viel zu wenig. Das stoppt mir den Prozess. Hier ist schon wieder leer. Die Maschine ist zu schnell. Die Maschine ist zu schnell. Die Maschine ist zu schnell. Okay, erstmal gehe ich mal hier hin. Schnapp mir hier ein bisschen Bricks. Und mach mir hier die Seared Bricks hin. Daraus gehen wir mal kurz hier hin. Und brauche ich hier natürlich die Fläche für die Smeltery. Von hier aus könnte ich da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da komme ich auch nicht zu nah an das Ding ran, das müsste passen. Hier kommen dann nochmal zwei Smelteries hin. Nummer 1. Dazwischen will ich ein bisschen Platz. Oh, ich starve schon wieder. Scheibenkleister. Hier, komm, ess was. Iss was, Andrea, iss was. Das bringt doch sonst nichts. So, hier, das passt. Ich könnte theoretisch mal die Smeltery da abbauen, aber eigentlich will ich die nicht abbauen. Eigentlich will ich das nicht. Okay, dann, ich brauche mehr Seared Bricks. Eindeutig. Hier. Ich brauche einen Smeltery Controller. Zwei Stück sogar. Aber erstmal einen. Der kommt dorthin. Dann muss ich das Ding hier aufbauen. Mit jede Menge Seared Bricks. So, 32 ist ein bisschen wenig. Gut, die Smeltery Drains kommen später. So. Na, 4 ist ein bisschen, das ist ein bisschen viel, zu viel ist gut. Hier unten nochmal. Das kommt jetzt überall hin. Und dann muss ich noch die Smeltery Drains bauen. Wie brauche ich denn eine Smeltery Drain? Hallo? Was? Wo? Wie? Hä? Drain. Da, Smeltery Drain. So baue ich die. Okay, ich brauche mehr Bricks. Wupp. Bricks, 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 Bricks. Und davon brauche ich eine ganze Menge. Oh Gott, das reicht ja. Oh Gott, Gott, Gott. Habe ich hier noch Grout? Da ist noch ein bisschen Grout. Hat er noch genug Redstone? Aber das ist ja Hilfe. Das dauert ja Ewigkeiten.
bis das hier erledigt ist. Und der hat das natürlich nicht, ich darf natürlich den Tank hier nicht vergessen. Den Tank. Seared Tank. Wie ging denn der denn nochmal? Seared Tank. Da. Okay, jede Menge Bricks und ein Glas in der Mitte. Dafür habe ich zu wenig Bricks. Da, jetzt habe ich wieder welche. Dann machen wir uns die auch noch eben. Zweimal brauche ich die tatsächlich. Perfekt. Der kommt einmal dahin und mit ein bisschen Abstand nochmal. Eins, hier so. Ist da überhaupt noch genug Platz? Ja, da ist genug Platz. Theoretisch. Praktisch vielleicht nicht, aber egal. Dann kommt der nämlich mit einem gewissen Abstand. 1, 2, 3 Blöcke mindestens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ach, jetzt sind es 4, ist egal. Ist nicht so wichtig. Gut, hier muss ich auch nochmal den Boden rauskloppen. Tschüss, Fackel. War schön mit dir. So, das und das läuft. Hier nochmal dicht machen. Moment mal, hier muss ich jetzt natürlich auch den Smetry Controller hinpacken. Er läuft sogar schon. Sehr cool. Smetry Controller. Ich brauche Messiert Bricks. Seared Bricks. Smetry Controller ging so. Okay. Einmal hier hin. Dann hier das Ding verschließen. Hier nochmal eine Fackel hinstellen. So, aus Jux und Tollerei. Oh, hier fängt es an zu. Hier könnte was spawnen. Das ist nicht gut. Deshalb kommt hier vorsorglich mal eine Fackel hin. Und hier auch nochmal. Was habe ich jetzt eingesammelt? Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, jetzt brauche ich noch. Ich brauche noch jede Menge Crucibles, um mir Lava zu schmelzen. Die brauche ich natürlich auch. Eider aus. Dafür brauche ich wieder Clay. Da habe ich ja genug. Und muss daraus Porcelain Clay machen, um mir dann daraus Dinger zu machen. Oh ja. Also, ich schnappe mir mal einen Stack. Damit gehen wir hier hin. Und sagen, mach mir mal Porcelain Clay, sofern ich denn hier. Ja, da ist noch genug. Genug Bone Meal. Oh Gott, das ist immer so aufwendig, diese Dinger zu bauen. Diese Maschinen, die ich dann da planen will. So, jede Menge Porcelain Clay. Daraus können wir uns 9-mal Anfall Crucible bauen. Das hört sich doch gut an. 9 Stück ist gut. 9 ist gut. Gut, fangen wir mal an. Ich brauche erstmal wieder jede Menge. Ich brauche noch was anderes. Komme ich hier noch durch? Ich kann hier noch durchlaufen. Sehr gut. Habe ich gut geplant. Ich brauche dafür Netherrack und ein Feuerzeug. Feuerzeug habe ich oben. Ach ja, Flint and Steel. Oder? Habe ich das dabei? Nee, kein Flint and Steel. Andrena. Ich würde sagen, Andrena macht jetzt hier eine Pause. Wir schauen mal kurz nach den Viechern hier. Da haben wir einen Huhn, das draußen gespawnt ist. Warum auch immer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich dann mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.